Moinsen, da sind wir wieder. Blitzschnell von Fortnite, dem neuen Update von Battle Royale. Es geht wieder munter her, eben wollte ich euch zeigen, das Sprungpad endlich mal. Was mache ich? Ich spring vom Haus, das zählt so hoch. Dieser Sturm. Also hier, das sieht schon mega aus, wie der Sturm so aufzieht. Das ist das neue Update. Der Sturm zieht von Anfang an auf, der Sturm beginnt auch von Anfang an sich auszubreiten. Vielleicht beginnt mehr Action. Ich hab mega Bock drauf. Hello guys. Und let's go, ship there, ship. Oh, von mir auch. Genau da. Wenn du das sagst, mein Freund, gehen wir dahin. Ja, würde mich so ein bisschen ärgern, dass. Ich nehme 8 Folgen auf. Ich mach 8 Folgen. Alle geil. Und bei 2 bis 20 alles dabei. Kaum startet das Update. Das Update sag ich schon. Die Aufnahme. Kriege ich nur noch Scheißfolgen. Die letzten 4 oder 5 Spiele nur Scheißfolgen. Jetzt die Krönung damit. 2 Jump Pads gehabt und wollte nicht ein einziges benutzen. Weil ich es mir selbst verkackt habe vorhin. Manchmal hasse ich mein Leben. Ich bin ein bisschen weit abseits jetzt von den anderen. Und ich habe immer noch keine MG. Komme Leute, ja nicht so. Ich mit der Pump kann. Was haben wir da? Sturmgewehr. Auf jeden Fall besser als der Messer. Oh, Roscoe, hat jemand erledigt. Nice, Junge. Ich bin so stolz auf dich. Ich will ja nicht alleine durchgehen. Ich habe Angst, dass da jemand. Okay, ich gehe da durch. Wir müssen uns durchschlagen zu den Jungs. Los geht's. Ich muss mitnehmen. Jawohl. Jawohl! Was sehen meine alten, gierigen Augen da nur? Meine alten, gierigen Augen sehen, dass ich außerhalb der Zone jetzt laufe. Macht ja keinen Sinn, da jetzt hinzulaufen, weil ich ja dann direkt wieder zurücklaufen müsste. Loot ich lieber hier noch was da ist. Vielleicht nochmal in den Keller gehen. Weil es scheint ja keiner hier gewesen zu sein. Vielleicht. Ja, nein, ja. Hier ist noch eine Kiste. Den hätte ich gern. Versuche jetzt die Jungs in der Zone einzukreisen. Sind ja einfach nur weiter links. Weil ich möchte in der Zone bleiben, dass egal was passiert, mir nichts passiert. Der Busch sah mir jetzt ein bisschen sehr komisch aus. Ich habe eine Paranoia gegen Busch. Und da kamen wir. Wir sind quasi jetzt einmal im Kreis gelaufen. Aber die Jungs kommen. Wir haben noch 41 Gegner. Also ist hier nicht besonders viel Action gewesen. Das sieht man auch daran, dass noch so viele leben.
Mittlerweile ist es so. Nach 5 Minuten hast du noch 20 Gegner. So kenne ich das. Weil eigentlich jeder an denselben Punkt runter will. Und dadurch dann extrem Action ist und die Leute sich natürlich gegenseitig weghauen. So Jungs, kommt ihr? Nimm mal die Muni mit. Man kann nie zu viel Muni haben. Jo, Luca ist schon bei uns. Da kommt ein Airdrop. Wäre vielleicht ganz gut, wenn wir den Airdrop runterholen, oder? Da hinten wird gebaut. Da kommen auch ganz viele. Und sie gucken auch hin. Sie haben sie schon gesehen. Alles klar. Nicht, dass wir jetzt da allein in den Fall laufen. Airdrop kommt. Frage ist, laufen wir jetzt im Airdrop oder nicht? Shit, die pushen zum Airdrop. Alles klar. Die Jungs pushen zum Airdrop. Wäre natürlich jetzt ein guter Bait. Ich habe sie gesehen, wie sie geflogen sind. Müssen wir jetzt natürlich auch gucken, dass wir die Jungs direkt abfangen. Okay. Boah! Oh. Ich hab hart kassiert. Also die Bomben fliegen hart. Alter. Da vorne laufen zwei Leute. Wer wird erwischt? Ich. Willst du mich verarschen? So, ich bete für die Jungs, dass sie das Ding jetzt hier holen. Ich möchte jetzt, dass mein Team gewinnt. Kann nicht sein, dass mein Team nie gewinnt. Ja gut, ich stand jetzt aber auch scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Tod war verdient. Nichtsdestotrotz will ich trotzdem mal gewinnen. Auch wenn ich nur indirekt gewinnen würde, wenn die Jungs jetzt gewinnen. Wie ist das beim Fußball? Es ist ein Teamspiel. Oh, er braucht unbedingt Heilung. Unbedingt braucht er Heilung. Ich kriege ein bisschen Panik, nur noch 22 Leute. Luca, du brauchst Heilung. Okay, die kennen sich. Denk mal, die sind sprachlich miteinander verbunden. Sonst würden wir sie jetzt hören. Sonst hätte er jetzt auch nicht das Ding getroppt. Er hat zwei Kills. Er hat drei Kills. Du Roskopf mal zugucken, der hat mich vorhin richtig geil performt. Noch 19. Komm, Jungs, ihr macht das. Ich vertraue euch. Wenn ich es schon nicht mehr kann. Jetzt wäre eine Folge mit 0 Kills. Das ärgert mich. Ich hatte jetzt die letzten 9 Games immer einen Kill wenigstens. Und genau jetzt wieder 0. In der Aufnahme. Er ist voll. Und Luca heilt sich zumindest ein bisschen hoch. Er hat einen Schlürfi gefunden. Noch 17. Das heißt, 15 Feinde sind noch da.
15 Feinde. Meine Waffulgar-Kanon scheint doch kacke zu sein. Ah, mittlerweile ist er bei 75 hochgeheilt. Sau stark. Sturm niedergestreckt. Ihr seid beide an der Grenze. Ich glaube, das Haus ist nicht drin, Leute. Es ist nicht drin. Jetzt sind es noch 12 Gegner. Check wurde auch im Sturm niedergetrampelt. Ist natürlich einfacher, wenn du einen Premade bei dir hast, wo du weißt, was er macht, er weiß, was du machst. Und da ist es dann wesentlich einfacher, weil du weißt, wann du pushen kannst, du weißt, wann du dich zurückziehen musst, wo du hinlaufen musst, weil wenn du zwei, drei Mal mit einem spielst, merkst du halt, spielt er aggressiv, defensiv und so weiter. Es gibt auch Leute, die bauen einfach nur die ganze Zeit. Und der andere downt nichts bei einer. Der andere pusht. Noch 11 Stück. Unten links lief gerade einer. Ich habe ihn noch gerade so gesehen. Auch nicht schlecht. Ja. Problem ist natürlich, wenn jetzt ein Raketenwerfer kommt, Jungs. Wo ist der Typ von eben? Noch 10 Leute. Ah, der Airdrop ist außerhalb. Auch wenn es so an der Grenze ist, aber außerhalb ist außerhalb. Da ist der Typ, den ich eben... Oh nein, der war vorbei. Jetzt hat er sich hingestellt. Jetzt hätte sie schießen müssen. Kann man ja nicht wissen. 9 Stück noch. Das heißt, unsere Jungs sind mindestens 7. Noch 7? Das ist die Frage, sind es 2 Teams, sind es 3 Teams, sind es Einzelspieler dabei? Das weiß man nicht. Es gibt ja Einzelspieler, die verstecken sich, sind dann am Ende und in den letzten 5 und verkacken dann, so wie ich manchmal. Und es gibt Spieler, die sind Einzelspieler, die sind richtig geil, aber verkacken dann am Ende gegen 3 oder 4. Ist nämlich schwierig, wenn du alleine bist, dann zu pushen, zu gucken und gleichzeitig dich zu verteidigen. Aber die Jungs machen das super. Alter, was passiert da? Außerhalb geht schon wieder ein Airdrop runter. Warum gehen die Airdrops außerhalb runter? Das verstehe ich gar nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Vor allem so weit außerhalb. Welcher Mensch läuft einen Kilometer raus? Oh, das ist ein Jump-Pad. Da war ein Jump-Pad. Ich will das benutzen. Ich liebe diese Jump-Pads. Einfach drauf und springen. Oh. Der Typ wird beschossen. Da scheint immer ein Einzelspieler zu sein. Links scheint dann ein Team zu sein. Aber unsere Jungs haben natürlich die schlechteste Position, vor allem weil die auch noch nicht aufgebaut sind. Und er hat Raketen. Frage, sind das 1 oder 2? Oh, jetzt er hätte. Ah, schade. Okay, das waren 2.
3. Es gibt noch ein Dreier-Team. Das heißt, halt, das ist der Einzelspieler. Nein, nein. Der Einzelspieler lebt und das Dreier-Team lebt. Oh, das ist der geht. Ah, ausgerechnet Roscoe. Der hat so stark performt wie jetzt. Boah, schade. 4 Teams sind noch übergeblieben. Heißt, es war ein Vierer-Team, nicht nur ein Zweier-Team. Shit, man. Aber, nices Game. Wir haben es fast geschafft. Irgendwann schaffen wir es.